Hallo, willkommen. Willkommen zur ausgefallenen Vorlesung von letzter Woche. Da muss ich mich nochmal entschuldigen. Aufgrund von Krankheit hat das nicht geklappt und deswegen müssen wir dieses Thema quasi auf diese Woche verschieben. Vorab möchte ich jedoch eine Kleinigkeit zu Abgaben und Deadlines sagen, um einfach nochmal da vielleicht offene Punkte auf eurer Seite so ein bisschen zu klären. Also, wir haben uns überlegt, dass mindestens 80% der Abgaben bestanden werden müssen. Das heißt, als Beispiel, wenn wir 10 Übungen stellen, dann müsst ihr 8 davon mindestens bestehen. Was braucht man zum Bestehen? 50% der Punkte. Das heißt, wenn wir bei jeder Aufgabe 30 Punkte vergeben, dann sind 15 zum Bestehen da. Das heißt, wenn man 8 mal 15 Punkte bekommt, dann wäre das eine 4-0. Zumindest ist das jetzt im Moment unser Plan. Wir werden womöglich in dem einen oder anderen Fall nochmal in die Diskussion gehen müssen, weil natürlich bei den ganzen Themen oder Aufgaben, die wir haben, gibt es natürlich verschiedenste Lösungen. Also das heißt, wie bei der Softwareentwicklung im Allgemeinen führen verschiedene Ziele immer nach Rom bzw. verschiedene Wege. Wichtig ist mir aber dabei, dass immer bis donnerstags 12 Uhr mittags die Themen abgegeben werden. Und wir möchten keine Verlängerung. Also wir hatten das tatsächlich dieses Mal, dass wir einem Kollegen nochmal eine Verlängerung gegeben haben. Das war aber ohne Absprache. Das hat leider jemand bei mir aus dem Team gemacht. Soll es aber zukünftig auf keinen Fall geben. Deswegen müssen wir jetzt die letzte Aufgabe auch nochmal speziell betrachten. Da werden wir aber auch individuell Lösungen finden. Da gehe ich ganz stark von aus, dass wir da irgendwie übereinkommen. Wichtig ist mir keine Verlängerung, weil im Projektgeschäft der Kunde möchte auch keine Verlängerung. Deadlines oder Ziele, die erreicht werden müssen, sind meistens unverrückbar und dem Kunde geht es da zum Teil auch wirklich nur darum, okay, wir wollen das Ziel erreichen, egal wie. Und das ist jetzt auch meine Erwartung an euch, dass wir, wenn wir 12 Uhr sagen, donnerstags, also immer die kommende Woche, dass ihr euch daran auch haltet. Wir bieten an, jederzeit Fragen per E-Mail. Immer bitte rechtzeitig melden und nicht 5 vor 12 eine E-Mail schreiben und dann mit Fragen darin. Da wäre die Erwartungshaltung von eurer Seite, dass wir dann antworten, das funktioniert nicht. Also nehmt euch Zeit, plant euch das ein, wie so ein kleines Projekt, jede Aufgabe, die wir stellen. Vielleicht im Vorfeld nochmal Fragen direkt per E-Mail zu beantworten. Wir versuchen innerhalb von 24 Stunden jede Frage, die per E-Mail reinkommt, zu beantworten. Oder vielleicht sogar, dass man nochmal irgendwie einen anderweitigen Termin ansetzt. Wenn es jetzt auch um Bewertungen geht, da können wir nachher in der Übung nochmal einzeln auf die Themen eingehen. Wir haben uns den Kriterienkatalog überlegt, um einfach da das miteinander vergleichbar zu machen. Was ist unsere Erwartungshaltung? Was war in der Musterlösung präsentiert? Wenn man jetzt einfach von den Prototypen ausgeht, was habt ihr abgegeben? Welche Funktionen sind da? Welche Funktionen fehlen? Für die Aufgabe, die wir jetzt am Schluss stellen, da wird es auch eine eigene Folie geben, die ist eine Mischung aus den Ergebnissen aus den letzten zwei Übungen, sodass ihr auf jeden Fall schon ein gewisses Vorwissen mitbringt und lasst euch davon nicht in irgendeiner Weise verschrecken, dass das jetzt dann relativ viele Dateien sind und dass das auch vielleicht, sagen wir mal, nicht ganz gleich, sagen wir mal, klar ist, was genau alles zu tun ist. Da werde ich aber auch nochmal ausführlich am Schluss darauf eingehen, was wir alles machen wollen heute. Heute wird das Thema sein Requirements Engineering, Lasten- und Pflichtenheft. Wir hatten das in der ersten Vorlesung schon mal, dass wir uns mit dem Thema Anforderungsanalyse auseinandergesetzt haben. Wir haben jetzt hier auch nochmal diese, sagen wir mal, Theorien und Key Facts aufgelistet. Ich werde da jetzt nur oberflächlich drauf eingehen, weil eigentlich möchte ich euch anhand von Beispielen die einzelnen Sachen genau erklären, beziehungsweise in Form von einem guten oder sagen wir mal gut ausgearbeiteten Pflasten- und Lichtenheft, Pflichten- und Lastenheft und von einem schlechten, beziehungsweise auch von Spezifikationen, die wir im Kundenprojekt hatten, euch zeigen, okay, so sollte man es nicht machen und so wäre es wünschenswert.
Kommen wir kurz zur Agenda. Das hatte ich ja eben schon gesagt. Wir gucken uns Anforderungsmanagement an, Requirements Engineering, Projektausschreibung, dann wie funktioniert das mit einer Beauftragung und daraus resultierende Lasten- und Pflichtenheft sowie so ein bisschen Beratersprech, Buzzwords, die da drin vorkommen, wo ich, als ich die das erste Mal gehört habe, als ich ins erste Projekt gekommen bin, einfach meine Schwierigkeiten hatte. Weil man kann sich immer gut durch Buzzword-Bingo vor bestimmten Themen drücken. Deswegen wollen wir da auch mal kurz drauf eingehen. Nur so ein kleiner Exkurs. Wir werden auch nochmal so eine Liste im Nachgang zur Verfügung stellen. Die Buzzwords, die wir unseren jungen Kollegen immer zur Verfügung stellen, dass man da einfach so ein, wie so ein kleines Vokabelheftchen hat, laden wir auch auf der Webseite hoch. Kommen wir zu den Anforderungen. Wir hatten das in der ersten Vorlesung schon, Anforderungsspezifikation, was muss man da alles haben? Sie muss natürlich erstmal vollständig korrekt sein, rechtlich klar, konsistent, testbar, aktuell. Wenn man jetzt einfach von dem letzten BPMN-Modell ausgeht, dann ist klar, dass jeder Prozessschritt, der in dem BPMN abgebildet ist, der muss sich natürlich auch in der Anforderung wiederfinden, beziehungsweise umgekehrt. Das muss bidirektional, muss das miteinander korrelieren, damit man einfach die einzelnen Themen, die der Kunde als Anforderung hat, darin wiederfindet. Das heißt, die Vollständigkeit der einzelnen Schritte ist extrem wichtig. Deswegen sind wir da in der Bewertung auch, sage ich mal, im gewissen Rahmen bei der Aufgabe ein bisschen strenger gewesen, weil wir natürlich jeden einzelnen Pfad, den man in dem BPMN abschreiten kann, auch begehen muss. Und es darf keine Deadlocks geben und es darf keine Möglichkeit geben, dass man sich irgendwie in einer Endlosschleife bewegt etc. Deswegen ist es bei der Anforderungsspezifikation extrem wichtig, dass man sich genau vor Augen führt, wenn man jetzt einen bestimmten Prozess abbildet oder den durch Fragen aufnimmt und den Mitarbeiter interviewt, den Fachbereich interviewt oder auch wenn man einen Professor interviewt oder einen Dozenten etc., dass man sich die Fragen stellt, okay, welche Möglichkeiten der Ausprägung gibt es und sind diese ganzen Punkte verständlich? Wir hatten das ja auch in dem Wareneingang, in dem Text. Da wurde der Text ja sehr ausführlich beschrieben, was der Lagerarbeiter bzw. die einzelne Kraft Schritt für Schritt vollzieht. Wenn ihr also Anforderungen aufnehmt, dann müsst ihr immer darauf achten, welche möglichen Ausprägungen gibt es bei der ganzen Geschichte. Und natürlich ist es konsistent. Ja? Da gibt es jetzt unterschiedliche Möglichkeiten, das abzuarbeiten. Würden wir dann einfach auch in der Übung nochmal drauf eingehen und das anhand von Beispielen durchspielen. Es gibt drei Möglichkeiten, das Ganze darzustellen. Wir hatten in den vorherigen Übungen, haben wir das in Form von natürlicher Sprache gehabt, das heißt Prosa. Das hat den Vorteil, dass derjenige, der es liest, von Fachbereichseite keine technischen Hintergründe braucht. Das heißt, der muss kein BPMN lesen können, auch wenn die BPMN-Spezifikation allgemeingültig ist und eigentlich jegliche Prozesse abbildet, ist natürlich nicht jeder der BPMN-Sprache mächtig. Das heißt, der Vorteil von einem Text ist da, dass der Kunde oder alle, die dieser Sprache mächtig sind, das auf jeden Fall erstmal lesen können. Verstehen ist natürlich dann wieder eine andere Thematik. Die deutsche Sprache oder Allgemeinsprachen haben nicht unbedingt die Eindeutigkeit, beziehungsweise wenn man jetzt einfach mal auf die Gesetzgebung geht und sich Paragraphen durchliest, die können eindeutig, zweideutig sein. Da gibt es dann die Möglichkeit von Mischung von Perspektiven etc. Dann haben wir natürlich diese konzeptuellen Modelle, die wir jetzt auch schon angesprochen haben, beziehungsweise wo ihr schon eine Übung abgegeben habt. Da sind klar die Vorteile, dass es ein kompaktes Modell ist für jemanden, der dieser Sprache mächtig ist, da leicht zu interpretieren und auch die Themen rauszulesen. Ein wesentlich höherer Grad der Eindeutigkeit. Aber auch hier gibt es Möglichkeiten der Interpretation, je nachdem, wie feingranular das jeweilige Modell ausgeprägt ist. Klar, auch hier die Nachteile, nicht universell einsetzbar und man braucht natürlich die universellen Modellierungskenntnisse, um das einfach auch zu verstehen.
Bei den Pflicht- und Lastenheften beziehungsweise bei Anforderungsspezifikationen, also FSDs, also Functional Specification Document, PDD, Process Definition Document, da haben wir meistens Mischformen. Da versucht man mit natürlicher Sprache, einem konzeptuellen Modell und einem Prototypen diese ganze Sache zusammenzupacken, so dass wir einfach auf natürlicher Sprachebene, auf Modellebene und auf Prototypenebene die gesamte Anforderung, den Prozess oder das Endergebnis darstellen. Hier ist es natürlich erforderlich, dass derjenige, der das liest, entsprechend auch die unterschiedlichen Themen richtig interpretiert. Auch da werde ich im Nachgang nochmal ein, zwei Beispiele liefern, wo man das ganz gut dran erkennen kann, was eine schlechte Anforderungsspezifikation ist oder auch eben eine gute. Gehen wir nochmal in die unterschiedlichen Typen von Anforderungen. Ganz kurz nur funktionale Anforderungen. Das ist auch was, wo man sich einfach auch, wenn man sowas zusammenstellt, wo man sich einfach anhand dieser Ws, der 5 oder der 4 in dem Falle, nochmal genau vor Augen führen kann, okay, was muss ich alles aufnehmen? Genauso bei den nicht funktionalen Anforderungen, da hatten wir ja das Beispiel aus der ersten Vorlesung, beziehungsweise das, was ich auch gerne immer wieder benutzt habe, der Wareneingang, wenn der Mitarbeiter Handschuhe anhat, wenn es womöglich dunkel ist, funktioniert ein QR-Code-Scanner auch, wenn irgendwie der QR-Code verknickt ist oder irgendwie verschmutzt ist, etc. Das sind quasi nicht funktionale Anforderungen, die aber auch definiert werden müssen, weil man sonst einfach das Problem hat, dass in der Realität die von euch abgelieferte Software womöglich nicht den Anforderungen oder nicht in der Praxis eingesetzt werden kann. Der Prototyp, den ihr gebaut habt oder das Ergebnis hat in der Theorie super funktioniert, in den Tests mit den Mitarbeitern, in Laborumgebung wunderbar und dann im ersten Außeneinsatz funktioniert die Software nicht, weil die Sonne womöglich auf den QR-Code scheint und der Scanner das Ganze nicht lesen kann, aus welchem Grund auch immer. Hier ist es aber so, dass die nicht funktionalen Anforderungen tatsächlich von der, sage ich mal, Fachbereichsseite von dem Kunden kommen muss, weil der muss natürlich vorgeben, okay, wie werden denn meine Scanner oder wie wird die Software eingesetzt? Da haben wir ganz klar das Thema, dass man am besten, wenn ihr die Möglichkeit habt, vor Ort einen Inspektionsgang zu vollziehen, dass ihr das einfach macht, um einfach auch nochmal aus eurer Perspektive mit eurem Know-how da drauf geht und guckt, okay, wir beobachten den Lagerarbeiter als Beispiel. Man geht exemplarisch einen kompletten Prozess durch und erkundet durch Fragen auch die nicht funktionalen Anforderungen. Da ist natürlich im gewissen Rahmen Erfahrung und Kreativität gefragt. Man kann jetzt diese Punkte, die hier aufgelistet sind, sozusagen als Anhaltspunkte benutzen, aber es gibt natürlich mannigfaltige Ausprägungen und da ist es wichtig, auch einfach, sage ich mal, mit gesundem Menschenverstand einfach ranzugehen. Was gäbe es für Möglichkeiten? Natürlich ist das jetzt von jemandem nicht zu erwarten, der das zum allerersten Mal macht, aber der Anspruch, der jetzt die Vorlesung hat, ist, euch einfach nur erstmal aufzuzeigen, was es für Möglichkeiten überhaupt gibt, dass man die in Betracht zieht. Und nicht, dass wir jetzt, wenn wir hier rausgehen, einfach perfekt sind, sondern es wird immer bei uns ein Seniorberater, der das schon mehr als einmal gemacht hat, der an eurer Seite steht, wie es auch in anderen Firmen gemacht wird, die werden euch da unterstützen. Weil ganz klar, sowas zu vermitteln und da auch ein, sagen wir mal, ein Kochrezept oder eine Methodik vorzunehmen, das ist sehr, sehr schwierig. Das würde in jeglicher Form, je nach Industrie, je nach Prozess, je nach einzelner Thematik, einen riesigen Anforderungsfragebogen ergeben, den abzuarbeiten, kein Kunde bezahlt. Das heißt also, die immer beschriebene Berufserfahrung ist nicht zu unterschätzen, gerade bei solchen Themen, weil dann einfach der erfahrene Entwickler oder erfahrene Berater hier reingehen kann und einfach sagen kann, okay, in einem Lager, da hatten wir immer
diese 10 unterschiedlichen Anforderungen, die sind immer Pflicht. Die restlichen 5 kommen optional vor und dann gibt es natürlich noch immer das, was der Kunde gerne hätte, sozusagen eine Art Wünsch dir was. Kommen wir zu den eigentlichen Geschäftsanforderungen und dann nochmal Qualitätsanforderungen. Die Geschäftsanforderungen kommen natürlich erstmal, okay, warum wollen wir denn das überhaupt umsetzen, das ganze Thema? Warum wollen wir denn eine neue Software für unser Lager einführen? Welche Ziele sollen damit erreicht werden? Das heißt, zum Beispiel wäre das Ziel, was wiederum aus der vorherigen Folie abzuleiten ist, wir wollen jetzt nicht mehr 10 Einlagerungen pro Minute vollziehen können, sondern mit unserem neuen System soll es möglich sein, 20, 30 oder noch mehr Einlagerungen pro Minute durchzuführen, um einfach unser, sagen wir mal, Preis pro Einlagerung einfach zu reduzieren. Da geht es natürlich dann um die Faktoren Lohnkosten etc. Das wird über das Management und das Marketing zumeist definiert. Wie ich hier oben geschrieben habe, auch ergibt sich das aus der Geschäftstätigkeit und womöglich auch zu den Marktanforderungen. Wenn man zum Beispiel mit einem anderen Konkurrent Pakete ausliefert, wir erleben es ja jetzt im Moment hier in Kassel, da gibt es jetzt ja seit neuestem Amazon, die jetzt eigene Auslieferbetriebe haben, wo dann ein Subunternehmer die Pakete ausliefert. Da werden solche Geschäftsanforderungen auch eine große Rolle gespielt haben. Amazon möchte weniger bezahlen an DHL, also gibt es die Möglichkeit, okay, wir suchen einen Subunternehmer, der die Ware noch günstiger ausliefert. Ob das jetzt nun gut oder schlecht für die jeweiligen Betrieb ist oder Dienstleister, der das übernimmt, lassen wir dahingestellt. Das vermag ich auch nicht zu bewerten, aber einfach vom Gefühl her, wenn ich mir anschaue, wie DHL unter Druck steht und wie da auch die Postboten unter Druck stehen, stelle ich mir das alles sehr schwierig vor. Dann haben wir natürlich auch noch die ganz klassischen Benutzeranforderungen. Also das ist das, was dann auch vielleicht vom Fachbereich einfach kommt. Hier haben wir die Sachen, die ich vorhin erwähnt habe, nochmal in natürlicher Sprache beschrieben. Hier werden auch Rahmenbedingungen vielleicht über die Benutzerberechtigung einfach aufgeschrieben bzw. aufgelistet. Das ist so ganz klassisch, wenn wir zum Beispiel in einem Lager einen Admin zur Verfügung haben oder ein Admin-Konto haben müssen, der globale Einstellungen vornehmen kann und der einzelne Lagerarbeiter, der jetzt die Software benutzt, der hat nur eingeschränkte Anforderungen. Zum Beispiel kann er seinen Standort in der Software nicht verändern oder irgendwelche Parameter, die da noch zu definieren sind. Sowas. Und dann haben wir natürlich auch noch Systemanforderungen. Hier geht es darum, dass man einfach sagt, okay, was muss zum Beispiel das Basissystem, der Webserver etc. alles an Themen leisten, die überhaupt den Betrieb der Software erst ermöglichen. Wir werden uns nachher grob auch mit einer Spezifikation auseinandersetzen, wo wir das auch definiert haben. Wir haben da als Beispiel unser SAP-System bei uns im Haus genommen. Als Systemanforderung, da muss zum Beispiel ein bestimmtes Patch-Level, also wie bei Windows-Updates, ein bestimmtes Update-Level vorhanden sein, damit bestimmte Funktionen in Bibliotheken funktionieren etc. Sowas ist natürlich auch wichtig, sowas muss auch niedergeschrieben werden. Hier haben wir nochmal zusammengefasst, in welcher Reihenfolge man da am besten vorgeht. Man prüft als erstes mal die Vollständigkeit, danach die Korrektheit, die Konsistenz. Man muss es womöglich normalisieren und dann, nachdem man die Anforderungen normalisiert hat, das heißt zusammengeführt, muss eine Prüfbarkeit gegeben sein. Das heißt, man muss sich für die Anforderungen gegebenenfalls auch schon Tests überlegen. Einfach deswegen, weil man natürlich auch nicht nur sagen kann, okay, das System schafft 1000 User auf einmal, sondern man muss sich auch gegebenenfalls einen Test überlegen, wie man das gegebenenfalls auch simuliert. Das heißt, das wäre bei der Anforderungsanalyse oder bei dem Start von einem Projekt auch zu überdenken bzw. mit einfließen zu lassen, weil wir hatten das ja in der ersten Vorlesung, wenn
im Nachgang grundlegende Themen geändert werden müssen, dann wird es um ein Vielfaches teurer, als wenn man jetzt am Anfang gründlich diese ganzen Themen aufnimmt. Also das ist eins der wichtigsten Themen überhaupt in der Softwareentwicklung, diese Anforderungsgeschichte, weil wir haben das tagtäglich mit zu tun, dass wir Anforderungen in Form von ein, zwei Sätzen bekommen und dann uns überlegen müssen, okay, wie könnte denn die Software sein? Und wir dann entsprechend auch Produkte abliefern oder Ergebnisse abliefern und wir dann, ich sag mal, in einem Art Wasserfallprozess versuchen, das Endergebnis dann an das eigentliche, an die eigentliche Sollerwartung anzupassen. Ja? Und wir haben einfach das Thema, also speziell auch in mehreren aktuellen Projekten, auch heute Vormittag hatte ich das Thema wieder, da wurde einfach uns nicht die entsprechenden Rahmenbedingungen genannt, nicht die Anforderungen genannt, welche Details müssen wir umsetzen, wo dann im Nachgang Nacharbeiten erforderlich sind, die auf allen Seiten einfach nur Stress erzeugen und auch einfach Geld in jegliche Richtung kosten. Und sei es jetzt in Form von Zeit, sei es jetzt in Form von Arbeitskraft etc. Deswegen ist dieses Thema auch so grundlegend wichtig für alle zukünftigen Softwareentwickler, dass man sich da wirklich intensiv Gedanken drum macht. Natürlich, das habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt, wäre es am liebsten, wenn man einfach loshacken würde. Wir hatten das ja auch in der zweiten Vorlesung, in der dritten Vorlesung war das, dass es das Prototyping gibt und dass man einfach loslegt und einfach dann, ich sage mal, immer wieder die Modelle verwirft, die man erstellt hat. Aber ich bin der Ansicht, dass das kann man in kleinen Themen kann man das vielleicht machen, aber wenn man einfach entsprechend große Projekte hat, wo ganz viele komplexe Prozesse ineinander greifen, dann geht das einfach nicht. Weil man allein schon das Datenmodell oder die gesamte Architektur im Vorfeld überblicken muss, zumindest grob oder grundlegend, um nicht Designfehler zu machen. Ich meine, wir sehen es jetzt immer noch am BER, wenn da jetzt irgendwie die Rauchgasanlage, die hoffentlich jetzt TÜV abgenommen ist, wenn die geändert werden muss, was das für einen Zeitverzug und für Kosten verursacht. Und ich gehe auch davon aus, dass wenn jetzt die Gigafactory vom Elon Musk in Berlin gebaut wird, dass da genauso die Anforderungen im Vorfeld ausführlich diskutiert werden, weil sonst solche Großprojekte, obwohl das jetzt nicht ganz Softwareentwicklungsprojekte sind, aber weil sonst Großprojekte einfach scheitern. Aber ungefähr so müsst ihr euch auch Großprojekte im Softwareumfeld vorstellen. Wir haben jetzt gleich nochmal eine Ausschreibung vom Bund, die habe ich rausgesucht, um einfach mal zu zeigen, okay, was möchte der Bund oder was kann eine große Ausschreibung so an Anforderungen haben? Aber kommen wir nachher dazu. Gehen wir nochmal zur Anforderungsanalyse. Wie ich das eben schon gesagt habe, da ist ganz viel Kommunikation und auch Ideenreichtum desjenigen erforderlich, der die ganzen Themen einfach aufnimmt. Also normalerweise ist es im Businessumfeld so, dass ihr als Softwareentwickler einen Berater zur Seite habt, der einfach den Standardprozess hoffentlich gut kennt und der euch unterstützt, die richtigen Fragen zu stellen. Oder im Zweifel bekommt ihr auch von dem schon das fertige Lastenheft zur Verfügung gestellt, sodass ihr daraus nur noch das Pflichtenheft ableiten müsst. Wir haben dann nachher nochmal Folien dazu. Wichtig ist aber hier, dass ihr auf jeden Fall wisst, okay, wie wird so ein Lastenheft aufgebaut und dass ihr auch die richtigen Fragen stellen könnt im Zweifel. Hier auch ein Tipp für die Übung, wenn ihr zukünftig bei irgendwelchen Übungen in irgendeiner Form Fragen habt, das habe ich ja auch schon erwähnt, fragt. Lieber dreimal mehr Fragen als einmal zu wenig. Ist tatsächlich auch in Softwareprojekten so, auch wenn in der Theorie abgekapselte Teams einfach nur in einem Sprint, wenn man im agilen Umfeld ist, die Aufgaben abarbeitet, aber in der Realität sieht es halt einfach so aus, dass man viel mehr fragen muss, weil während der eigentlich Umsetzung einer Anforderung kommen tatsächlich, selbst wenn es Standardprozesse sind, immer erneut Fragen auf. Wir hatten
heute Morgen auch wieder ein spannendes Telefonat. Das hat ungefähr so begonnen, dass der Kunde erstmal auf dem externen Softwareentwickler rumgehackt hat, weswegen man denn einen Senior-Entwickler benötigen würde. Das könnte doch quasi sein 15-jähriger Junior umsetzen, so einfach ist das. Und dann hat man nachdem erstmal alle danach relativ stumm waren und dann das Gespräch in Gang kam, hat man dann festgestellt, dass die Anforderung, die sich wirklich sehr, sehr einfach angehört hat, durch gezieltes Fragen von der Entwicklerseite sich erst gezeigt hat, wie komplex das eigentliche Thema ist. Da ging es darum, dass in einem Materialstamm einfach nur zwei Felder erweitert werden sollten. Also das heißt, das Material sollte einfach zwei weitere Eigenschaften bekommen. Das hört sich jetzt erstmal relativ simpel an, ist es jetzt auch, aber wenn man dann bedenkt, was da an Umsystemen dranhängen, die womöglich auch mit diesen Informationen versorgt werden sollen, Schnittstellen, dann Reports, die womöglich auf diese neuen Felder zugreifen müssen, Masken, die auf diese Felder zugreifen müssen. Und es hat sich dann im weiteren Verlauf des Gesprächs auch herausgestellt, dass definitiv ein unerfahrener Entwickler damit meines Erachtens nach überfordert gewesen wäre, weil er einfach nicht diese, sagen wir mal, Erfahrung mitbringt, um dann in dem Augenblick die richtigen Fragen zu stellen. Und da sind wir wieder bei der Anforderungsanalyse, wie wichtig das ist, dass man da auch einfach sich die Informationen vorher womöglich gesammelt einfach aufschreibt und dann mithilfe des vielleicht aus dieser Vorlesung abgeleiteten Kochrezepts sich einfach anschaut, okay, was gibt es noch für Möglichkeiten, die ich abfragen muss? Na, wenn wir jetzt das Beispiel mit diesen zwei Feldern nehmen, was passiert, wenn der Kunde zusätzliche Felder möchte oder die Feldlänge sich verändert oder die Schnittstellen, die da dranhängen, können die überhaupt die Feldlänge? Wir haben jetzt da eine Veränderung gehabt, nochmal in diesem Gespräch der Feldlänge. Das hat jetzt auch wieder zur Folge, dass bestimmte Datentypen einfach nicht funktionieren. Also da kann man vom Hundertsten ins Tausendste natürlich kommen. Wichtig ist, dass ihr darauf vorbereitet seid und einfach sagen könnt, okay, ich habe hier mein Kochrezept, ich kann grob zumindest mit diesen Fragen einfach die schlimmsten Punkte einfach abfedern. Und das empfehle ich euch auch, wenn ihr andere Vorlesungen hört, ob Programmiermethodik, Software Engineering oder Software Engineering 2, geht zu den Betreuern hin, zu den Professoren, fragt sie Löcher in den Bauch. Und das vor allen Dingen frühzeitig und nicht, wenn ihr das Projekt dreiviertel erledigt habt und dass ihr dann grundlegende Änderungen nochmal vornehmen müsst. Ich habe damals tatsächlich die gleichen Fehler gemacht, habe aber da durchaus raus lernen können und versuche das jetzt im Vorfeld auch immer durch, ich sag mal, offene Kommunikation mit dem Kunden, das sind ja in dem Falle wir als Betreuer bzw. als Dozent, die Themen frühzeitig zu klären. Hier haben wir nochmal zusammengefasst die Techniken. Also das einmal ganz klassisch die Befragung, dann Beobachtung, Analyse bestehender Software kann auch ein Thema sein. War heute Morgen in dem Telefonat auch ein Thema, dass wir erstmal nochmal in die bestehenden Software reingeguckt haben, was für Änderungen sind erforderlich, wenn wir jetzt zwei neue Felder hinzufügen. Und daraus ist dann tatsächlich auch das Thema mit der Schnittstelle entstanden, weil wir über die Prozessanalyse, das heißt durch Nachverfolgung der Daten rausbekommen haben, dass halt noch eine Schnittstelle betroffen ist. Das hatte man im Vorfeld halt nicht bedacht, weil der Prozessberater nicht wusste, okay, dass es da noch die Schnittstelle gibt. Das heißt, das ist auch ein ganz wichtiges Instrument, um einfach die Themen zusammenzuschreiben. Natürlich ganz klar Inventur, dass man sich erstmal die Unterlagen anguckt, die man womöglich zur Verfügung gestellt bekommt. Das heißt, alte Spezifikationen, falls vorhanden, alte Architekturmodelle, Datenbankmodelle etc. Und natürlich dann haben wir hier ganz klar die Kreativitätstechniken, Brainstorming, Mindmapping, dass man einfach auch sich gemeinsam hinsetzt und an einem Whiteboard oder einem beliebigen Blatt Papier, Bleistift einfach mal aufschreibt, okay, was könnte denn noch an Themen hochkommen? Diese Workshops mit Vertretern aller Stakeholder ist meines Erachtens nach
eins der wichtigsten Themen, die wir dabei haben, weil in einem Workshop einfach die Erwartung vor allem abzuklopfen und zu erklären und dass alle die gleiche Erwartungshaltung auch von dem Endprodukt bekommen. Das heißt, ob denn die Software das genauso erfüllen kann, wie man es sich womöglich wünscht von Kundenseite, ist eins der wichtigsten Themen überhaupt und schafft auch im gewissen Rahmen eine Entspannung, wenn man im Vorfeld das schon festlegt und das vor allen Dingen auch in einem Protokoll an alle sendet, um einfach unnötig, sage ich mal, Konfliktpotenzial zu vermeiden. Jetzt haben wir ganz viel über Anforderungen etc. Gesprochen. Ich würde jetzt kurz mal auf eine Projektausschreibung eingehen, einfach um euch da mal was zu zeigen, wo man sowas finden kann. Also wir haben tatsächlich was vom Bund gefunden, was auch in unser Thema reinpasst. Sind öffentlich zugänglich. Na, das ist das Falsche. Ich habe mehrere angesehen. Hier geht es zufälligerweise um eine Einführung von einem S4HANA, also das heißt von einem SAP-System. Ich habe keine weiteren Informationen jetzt über den aktuellen Stand. Also wir hätten jetzt noch Zeit, bis zum 19.11. ein Angebot abzugeben, aber wir hatten das ja schon im Vorfeld, dass wenn man an Vergabeverfahren vom Bund teilnimmt, dass man sich an die Normen da halten muss und das waren ja irgendwie über 500 Seiten. Davon würde ich jetzt erstmal absehen. Aber einfach, um euch da mal was zu zeigen, diese Sachen sind auch öffentlich zugänglich. Das heißt, ihr könnt da einfach bei service.bund.de könnt ihr euch einfach mal die Sachen anschauen. Ich habe jetzt exemplarisch eins, zwei Sachen rausgesucht dazu, um einfach mal zu schauen, okay, was haben die denn überhaupt und was wollen die? Also hier sieht man, das ist die IST-Architektur, die sie im Moment benutzen für die Abrechnung. Jetzt muss ich mal gerade gucken, was das überhaupt war. Was ist denn das? Na, wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. So, sie wollen einen kompletten Applikationsausprägungs Support. Das heißt, sie wollen ein SAP-System neu einführen für wer das Ziel ist, weiß man auch nicht, weil muss ich gerade mal gucken. Okay, es geht allgemein nur um eine Neueinführung. Ah, okay. Also die CISPA, das Helmholtz-Institut, Center for Information Security, hat jetzt im Moment in seinem Unternehmen für die komplette Abrechnung von vermutlich Projekten, Vertragsverwaltung, sehen wir da oben, Ticketsystem etc. aktuell eine Software von DATEV in Gebrauch. Hier sehen wir unten links, Zahlungsvorfälle werden per Excel in das System reingebracht, beziehungsweise die Kontenüberwachung wird im Moment per Excel durchgeführt. Der Unternehmensabschluss wird per Excel durchgeführt. Also da werden Berichte aus dem DATEV gezogen, wie man hier unten sehen kann. Das ist also, ich sag mal, ein kleines System, was wahrscheinlich historisch gewachsen ist, was sehr viel Nacharbeiten im Excel erfordert. Also das ist tatsächlich auch ein richtig schönes, typisches Beispiel, wie wir es häufig in Projekten erleben, dass wir entweder ein SAP-System aktualisieren bzw. erweitern, um gegebenenfalls weniger im Excel oder in Drittanbietersoftware zu arbeiten. Oder dass wir genau so eine Konstellation haben, dass man sich überlegt, okay, wir wollen jetzt diese ganzen Prozesse, die sich über die Jahre entwickelt haben, einfach in ein komplettes ERP-System heben. Also das heißt, dass man diese Kontoüberwachung, Unternehmensabschluss, Zahlungsvorfälle und so weiter, dass man das einfach nicht in Excel hat, sondern dass das alles per Knopfdruck in einem ERP-System zur Verfügung stehen. Dass man vielleicht auch das gesamte überwachen kann mit KPIs, also dass man sagen kann, okay, funktioniert denn meine Produktion, wie sieht es denn überhaupt über meine gesamten Verträge aus, wie viel Umsatz mache ich etc. Das geht bestimmt auch in diesem Zusammenhang.
Allerdings wird wahrscheinlich dieses DATEV-System auch hier an seine Grenzen stoßen. Und es sind umfangreiche Nacharbeiten erforderlich und das möchte man aller Voraussicht nach nicht. Das ist also die ISTA-Architektur und die habe ich von der Webseite einfach runtergeladen. Und jetzt gibt es hier eine Soll-Architektur Stufe 1. Das heißt, man möchte als allererstes erstmal ein S/4HANA einführen mit Grundfunktionen, beziehungsweise ein ERP-System. In dem Fall ist es jetzt ein SAP-System. Ich habe jetzt auch nur nach SAP-Projekten gesucht. Da lässt sich bestimmt auch noch Microsoft oder Oracle-Projekte finden. Grundlegend sieht man aber hier, dass sehr, sehr viel in das System verlagert wird. Das heißt, das ist schon die Architekturanforderung oder noch nicht unbedingt Architekturanforderung, sondern Soll-Prozess-Anforderung, wo die Prozesse zukünftig ablaufen sollen. Das heißt, man müsste jetzt hier bei der Ist-Architektur jeden einzelnen Prozess durch die, wie ich es eben beschrieben habe, Workshops etc., durch Aufnahme, durch Analyse der bestehenden Unterlagen versuchen, auf die Standardprozesse im SAP zu münzen. Also die Standardprozesse, wir haben uns ja den Wareneingang angeguckt, wir haben uns die Inventurbelege etc. angeguckt. Da gibt es natürlich noch ganz viele mehr Standardprozesse. Die Aufgabe wäre jetzt, hier an dieser Stelle die Ist-Architektur genau zu analysieren und zu schauen, okay, wo haben wir denn erstmal einen Standardprozess, der genauso im SAP funktioniert? Und dann womöglich, wie weit muss der vorhandene Büroprozess oder der Abrechnungsprozess verändert werden, dass er auf den Standardprozess passt, um halt Kosten zu senken? Und welcher Prozess lässt sich nicht verändern? Das heißt, dass im SAP dann eine Individualentwicklungslösung aufgebaut werden muss. Und was brauchen wir noch an Reporting-Schnittstellen, um zum Beispiel dem Management etc. noch die wichtigen Kennzahlen zur Verfügung zu stellen, damit sie wissen, okay, haben wir einen positiven oder negativen Deckungsbeitrag, wie sieht das alles aus, unsere Bilanz etc., Kontenüberwachung. Das gilt es dann alles herauszufinden. Das ist quasi hier in dem Falle Stufe 1. Ich habe dann sogar noch Stufe 2 gefunden, wobei ich mir jetzt noch nicht die noch nicht genau die Details angesehen habe. Aber so wie es aussieht, kommen hier unten noch zusätzliche Module hinzu. Also wir haben hier das Travel Management und noch das Personalabrechnungssystem HCM kommt noch hinzu. Das Dokumentmanagement wird also noch ausgebaut. Das heißt, in voller Ausbaustufe soll aller Voraussicht nach das komplette Unternehmen in dem ERP-System abgebildet werden. Und man hat es ganz klar zweistufig gemacht, weil einfach in der ersten Stufe erstmal das Grundsystem zum Laufen gebracht wird. Das heißt, wir haben von der Finanzseite die ganzen Konten zur Verfügung etc. Und dann in der zweiten Stufe werden die Anbausysteme, also das heißt hier das Travel Management, das HCM, also Human Capital Management, Success Factors, wird hinzugefügt. Zusätzlich haben wir hier eine Erweiterung von dem Archivsystem, also dem Dokumentenmanagementsystem etc. Das heißt, es ist ein sehr, sehr umfangreiches Projekt, wahrscheinlich mit mehreren tausend Mann-Tagen Umfang. Das vielleicht zur Ausschreibung. Jetzt gucke ich nochmal, ob wir noch, wir hatten noch mehr. Wir haben noch einen Anforderungskatalog. Der stand auch noch zum Download bereit und es gab noch mehr Dokumente, aber den würde ich jetzt auch noch mal ganz kurz zeigen. Hier sieht man einfach, okay, das ist einfach noch mal Hinweise zum Fragenkatalog. Wir haben hier die Unternehmensdaten, wenn wir jetzt ein Angebot abgeben wollen würden. Also da geht es halt auch einfach darum, bei solchen Projektausschreibungen, traut man dem Unternehmen denn überhaupt zu, dass wir oder das Unternehmen diesen Umfang überhaupt gewährleisten kann. Also wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir, 5000 Manntage geleistet werden müssten in einem Jahr,
und man davon ausgeht, dass man durchschnittlich pro Mitarbeiter rund 200 Manntage überhaupt zur Verfügung hat, müsste das Unternehmen ja grundlegend erstmal eine entsprechende Anzahl Mitarbeiter haben, um das überhaupt gewährleisten zu können. Das heißt, wenn das Unternehmen nur 5 Mitarbeiter hätte, würde das ja rein von der Mathematik schon nicht ergehen. Zusätzlich geht es meistens auch noch darum zu schauen, okay, wie ist die Historie des Unternehmens? Dann wird man durchleuchtet, um einfach, sagen wir mal, über die Historie auch herauszufinden, hat das Unternehmen die solche Projekte in dieser Größenordnung überhaupt schon stemmen können? Das heißt, man hat hier sogar schon den Nachteil, wenn man jetzt ein neues Unternehmen am Markt ist und erst seit 2 Jahren existiert, dass man sich womöglich gar nicht auf solche Ausschreibungen bewerben kann, weil wir gar keine Umsatzdaten aus 2017 zur Verfügung haben als Beispiel. Das ist im öffentlichen Bereich sehr, sehr kompliziert, da an Projekte zu gewinnen und da auch, ich sag mal, gelistet zu sein, weil man natürlich, um überhaupt in dieses Ausschreibungsverfahren reinzukommen, unglaubliche Voraussetzungen erfüllen muss. Und dann geht es hier weiter über die Projektbesetzung. Okay, was haben wir für einen Beraterpool? Da muss dann auch noch entsprechend über ein Bieterverfahren muss dann geguckt werden, okay, was hat das Unternehmen alles für einzelne Personen zur Verfügung? Können wir das, kann das das Unternehmen überhaupt stemmen? Und da wird dann natürlich nach den einzelnen Erfahrungswerten der Mitarbeiter geguckt, also klassisch nach den Hard- und Soft Skills. Wie viele Jahre Projekterfahrung hat das Unternehmen? Wir schreiben auf unsere Folien immer gerne, dass wir 1000 Jahre Beratererfahrung haben, weil das quasi die Summe aller Mitarbeiter und deren Projektzugehörigkeit ist. Das heißt, mit rund 100 oder zwischen 80 und 100 Mitarbeitern kommt man ungefähr auf solche Werte. Aber meistens reicht das schon nicht, um bei solchen Ausschreibungen einfach teilzunehmen. Weil zusätzlich muss man womöglich noch Referenzprojekte angeben. Und wir haben hier alleine 4 mögliche Referenzprojekte. Wahrscheinlich sind mindestens 2 Pflicht und 2 weitere sind optional. Und wenn man das schon nicht kann, ist man meistens schon, wird man schon nicht zu so einer Projektausschreibung zugelassen. Das heißt, allein schon über die Firmengröße und über die Jahre, wie lange das Unternehmen am Markt ist und über die durchgeführten Projekte, wird da schon das Ganze limitiert. Das heißt, wir als Octavia AG könnten da aller Voraussicht nach gar nicht dran teilnehmen, weil wir einfach noch nie solche großen Projekte durchgeführt haben, weil wir einfach gar nicht die Manpower oder Frauenpower insgesamt hätten, um sowas zu stemmen, weil es einfach viel zu umfangreich ist. Wobei hier muss man ganz klar sagen, der nächste Reiter kann sehr, sehr unangenehm werden, wenn es zum Beispiel um Serviceleistungen drumherum geht und was passiert, wenn es zu einem, wenn die Erwartung des Kunden und das abgelieferte Ergebnis nicht ganz übereinstimmen, dann kann das im öffentlichen Dienst zum Teil sehr, sehr unangenehm werden bezüglich Regress etc. Also das heißt, wenn es darum geht, dass dann Zahlungen ausstehen, muss man sich genau überlegen, ob man als kleines Unternehmen oder mittelständisches Unternehmen bei sowas dran teilnimmt. Natürlich ist das jetzt hier wahrscheinlich schon die maximale Ausprägung, die es für ein Projekt geben kann im öffentlichen Dienst. Wir von unserer Seite sind meistens in Bereichen tätig, wo die Projekte einfach kleiner sind oder wo wir nur Teile des Ganzen übernehmen. Das heißt, hier geht es ja darum, wenn man, das sieht man schon an der Architektur, ein komplettes S/4HANA einzuführen, wo wahrscheinlich das Projektteam zwischen 50 und 100 Mann stark ist. Wir würden dann wahrscheinlich nur Teile der Entwicklung übernehmen, einfach aus dem Grund, weil wir viel zu klein sind, um die Beratungsleistung da auch zu liefern. Und gibt es natürlich noch ganz andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Zum Beispiel startet das Projekt gleich, muss man dann die Ressourcen vorhalten. Das heißt, wenn man jetzt 50 Leute anbietet, diese 50 Leute müssen ja dann auch gegebenenfalls, wenn das Projekt zum 1.1. startet, auch zur Verfügung stehen. Und dann verschiebt sich plötzlich das Projekt um ein halbes Jahr, weil in irgendeinem Genehmigungsgremium das Ganze aus einem
aus einem echten oder aus einem unechten Grund einfach verschoben wurde oder das Budget gekürzt wurde. Und dann hat man plötzlich 50 Mitarbeiter, die womöglich kein Projekt haben. Also das heißt, das ist für ein kleines oder mittelständisches Unternehmen, kann das schon zur Gefahr werden, weil man dann natürlich da einfach den fehlenden Umsatz bei diesen 50 Mitarbeitern hätte. Und wenn jetzt 50%, gehen wir mal von einem 100-Mann-Unternehmen aus, 50% Umsatz einfach ausfallen, dann kann das schon das Unternehmen in eine bedrohliche Lage bringen. Vielleicht nicht nach einem Monat, aber vielleicht nach 3 Monaten, weil man natürlich nicht aus dem Stegreif eine Alternative für so ein großes Projekt findet. Deswegen muss man immer gucken, okay, aus unserer Perspektive macht es Sinn, bei sowas mitzumachen. Ich habe das jetzt, wie gesagt, nur exemplarisch jetzt mal gezeigt, damit ihr einfach mal so eine umfangreiche Ausschreibung seht. Können wir im Nachgang aber auch zur Verfügung stellen, die Unterlagen bzw. einen Link, wo ihr das findet. Dann könnt ihr euch da auch mal einlesen, um einfach mal so ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie sieht sowas aus. Also eigentlich ist es am sinnvollsten, die Prozesse aus dem SAP-Standard heraus zu benutzen. Das Problem ist, oder nicht das Problem, das ist ja für uns als Firma, als Dienstleister, das ist ja eigentlich wunderbar. In Deutschland denken die meisten Unternehmen, jawohl, wir haben den Wareneingang für uns optimiert und quasi neu erfunden und unser Wareneingang ist der beste und deswegen muss sich das SAP-System an uns anpassen. Wir haben in Deutschland eine Marktdurchdringung von SAP von über 50% und sehr viele Unternehmen denken das. Das ist rein aus der Perspektive eines Unternehmens betrachtet eigentlich wenig sinnvoll, weil es natürlich zusätzliche Kosten verursacht. Weil der Prozess, den wir jetzt hier haben, sei es jetzt vielleicht hier der Dienstreiseantrag, das ist ein beliebter Prozess, der individualisiert wird. Der Dienstreiseantrag ist bei uns einfach individuell und wir wollen den verändern. Und dann kostet das Geld. Würde man den Standard-Dienstreiseantrag von SAP benutzen, wäre es wartungsfreundlicher, es wäre upgradefähig, updatefähig. Für jegliches Thema ist es eigentlich besser. Nichtsdestotrotz machen die Unternehmen aber Folgendes, sie individualisieren das. Auch durch echte Softwareentwicklung, nicht nur durch wir konfigurieren das System, sondern wir verändern wirklich Felder in diesen Prozessen und das hat meistens unendlich Kosten zur Folge. Ja, man möchte meinen, dass es eigentlich schizophren ist. Das Spannende, wenn man Europa betrachtet, dann ist es ausschließlich in Deutschland so, dass da die Prozesse so stark individualisiert werden. Geht man nach Frankreich, Italien, Rest von Europa, also Dachregion, da ist das einfach nicht so. Da wird eher der Standardprozess gewählt, weil man sagt, nein, wir passen uns der Software an. Das ist, ich weiß nicht, warum es so ist. Ja. Ja, also das ist wirklich ist erstaunlich. Auch in den asiatischen Staaten oder auch in Nordamerika oder auch Südamerika, da wird einfach nicht so viel individualisiert. Wir haben in Deutschland, wenn man da sich ein Projekt anguckt, dann hat man zwischen ein Viertel und ein Drittel Entwicklung. Also das heißt, das Team, sagen wir mal 100 Mann, das sind mindestens 25 bis 30 Entwickler dabei, die Software individualisieren und dann noch zusätzlich Dinge hinzuprogrammieren, die der Kunde möchte. In anderen Projekten außerhalb von Deutschland ist die Quote vielleicht 1 zu 10. Da sieht man, dass die Umfänge da auch komplett andere sind. Das ist zum Beispiel auch so, dass in diesem Standard gibt es natürlich auch ganz viel, wo Rechnungen gedruckt werden, wo
Labels in der Lagerhaltung erforderlich sind, etc. etc. Da sind die deutschen Firmen auch Spezialisten drin, das um ein Vielfaches zu individualisieren und sich tolle neue Sachen auszudenken, damit ein Entwickler tätig werden muss. Also das heißt, der Markt oder die Firmen sorgen dafür, dass wir nicht arbeitslos werden als Entwickler. Und das wirklich nachhaltig, weil mit jeder Individualisierung bedeutet es ja, wenn ein Systemwechsel stattfindet, dass wieder das in dem neuen System nachprogrammiert werden muss. Das heißt, man hat perspektivisch gesehen ganz gute Aussichten, da nicht, dass keine Langeweile aufkommt, sagen wir es mal so. Und hier wird es wahrscheinlich ähnlich sein, ohne jetzt die Sachen im Detail zu kennen. Wie gesagt, ich habe das nur im Vorfeld kurz rausgesucht. Da wird sehr, sehr, sehr viel individualisiert, ganz sicher. Und dann wird von dem Standard wird vielleicht drei Viertel benutzt und ein Viertel wird komplett, ich sag mal, in irgendeiner Weise verändert. Da werden noch Sachen hinzugepackt, die eigentlich nicht vorgesehen sind. Weil grundlegend, ohne jetzt ein SAP-Fanboy zu sein, hat man sich da schon über die Jahre Gedanken gemacht, wie so ein Wareneingang oder ein Warenausgang funktioniert oder wie auch irgendwie ein Bestellsystem funktioniert. Diese ganzen Standardprozesse, die wir bisher jetzt so angeschaut haben bzw. betrachtet haben, die gibt es ja schon seit 30, 40 Jahren. Also die hat ja nicht irgendjemand jetzt plötzlich neu erfunden und sich gedacht, okay, hey, dieser Wareneingang, das ist jetzt komplett anders wie vor 20 Jahren, sondern genau, das war ja der ursprüngliche Gedanke. Und wenn man sich anguckt, das ist jetzt hier aktuell ein SAP S4, das gibt es jetzt offiziell seit 2012. Das Vorgängersystem, das muss man sich so vorstellen, wie das hier ist ein Windows 10 und das Vorgängersystem ist ungefähr Windows XP. So muss man sich das grob vorstellen. Das Vorgängersystem wurde 96, 97 vorgestellt, also schon vor ein paar Jahren. Und das soll erst auslaufen, offiziell im Moment 2025. Das heißt, wir haben eine unglaublich lange Zeitspanne, wo dieses System läuft und wo auch die Prozesse, die da drin sind, einfach auch benutzt werden. Und da, ich sag mal, da hat sich das iPhone entwickelt in der Zeit. Wir haben unglaublichen Technologieschub gehabt und die Software, die da benutzt wird, ist von 96. Natürlich ist die mit Updates versehen worden, na klar, aber grundlegend, die Prozesse sind da gleich geblieben. Das sind nochmal so ein paar vielleicht Prozessupdates dazugekommen, dass noch ein bisschen mehr dazugekommen ist, aber grundlegend eigentlich. Ne? Und wenn man sich anschaut, das erste SAP-System gab es Anfang der 80er, da gab es die gleichen Prozesse wie jetzt. Und in diesem S4 gibt es auch wieder die gleichen Prozesse wie in dem Vorgängersystem. Aber dadurch, dass die Firmen einfach sagen, hey, wir wollen unsere Prozesse, die sind einfach viel individueller als das, was wir im SAP schon Standard vorfinden. Wir möchten das unbedingt anders haben und wir schütten da nochmal ordentlich Geld drauf, damit das unsere Mitarbeiter die Zufriedenheit noch höher ist, wenn sie SAP benutzen. Deswegen wird es verändert. Ja. Ich würde jetzt nochmal zurück zur eigentlichen Vorlesung gehen. Wir waren bei der Projektausschreibung. Ich hoffe, da kommen wir jetzt auch wieder raus. Natürlich nicht. Kommen wir zu dieser Beauftragung. Also, ich habe das ja vorhin schon mal kurz angerissen. Auch jetzt in der Ausschreibung, in den Details. Wie funktioniert das, wenn man dann als Firma, nur mal angenommen, wir wären jetzt ein 500-Mann-Betrieb und wir wollten jetzt diese 50 Mann, die ich eben genannt habe, auf dem Projekt einsetzen, was ich eben vorgestellt habe. Wir müssen natürlich erstmal die Ausschreibung gewinnen. Das heißt, die Firma oder wir als Team, nehmen wir den ganzen Kurs als Team, wir sind jetzt die Entwickler von dem Ganzen. Wir hätten uns auf jeden Fall Gedanken gemacht, hätten uns die Prozesse angesehen, die wir in der alten Architektur jetzt online gefunden haben. Und wir hätten jetzt schon so ein paar Mockups, Scribbles und Prototypen erstellt, haben wir ja im Vorfeld schon gesehen, um einfach Werbung für uns zu machen, weil wir nicht nur das Standard SAP beherrschen, sondern weil wir natürlich noch mehr können. Was können wir mehr? Wir können ein super schönes Reporting bauen, was
auf Knopfdruck in einer hip und fancy Oberfläche einfach alle wichtigen Informationen zur Verfügung stellt und natürlich den Excel-Download zur Verfügung stellt, etc. etc. Das heißt also, wir hätten jetzt hier im Vorfeld schon im gewissen Rahmen Arbeit reingesteckt, um einfach dem Kunde, in dem Falle dem Helmholtz-Institut, einfach eine Präsentation von unserem Unternehmen zu geben. Und jetzt wäre es soweit, wir hätten das gewonnen. Und jetzt passiert Folgendes. Wir müssen natürlich erstmal noch den Gegenstand definieren, was wir überhaupt eigentlich alles an Anforderungen umsetzen. Und da kommt jetzt quasi das Pflichten- und Lastenheft ins Spiel. Wir haben jetzt hier einmal auf der linken Seite das Pflichtenheft, dann müssen wir einen Kostenplan erstellen, eine Projektkalkulation, es muss ein Finanzierungsplan erstellt werden, wahrscheinlich mit dem Kunde. Das heißt, wie wird denn das Ganze überhaupt bezahlt? Ja, wird das alles auf einmal bezahlt? Bekommen wir einfach 5 Millionen überwiesen und dann macht man mal? Oder wird Stufe 1, Stufe 2, Stufe 10, Stufe X und nach jeder Stufe gibt es einen kleinen Teil? Oder wird es einfach ganz anders umgesetzt, dass man sagt, okay, wir fangen einfach mal an und wenn ihr 5.000 Tage braucht, zahlen wir euch 5.000 Tage oder wenn ihr 10.000 braucht, zahlen wir einfach 10.000. Das heißt, es wird nur auf T&M-Basis, also T&M ist Time and Material, bedeutet so viel wie, wenn wir 10 Tage arbeiten, kriegen wir 10 Tage bezahlt, wenn wir 5 Tage arbeiten, 5 und wenn wir 10.000 arbeiten, kriegen wir 10.000 bezahlt. Das ist die ideale, schöne Welt für ein agiles Projekt. Haben wir aber nicht. Hatten wir noch nie. Wird vielleicht in anderen Vorlesungen gesagt, dass das schön wäre, wenn es das gäbe, gibt es aber einfach nicht. So ungefähr. Das wird gemacht tatsächlich. Und dann wird einfach gesagt, Rente-Team, wie Albert Zündorf das schon propagiert hat, wir haben eine Mischung aus Agil und Festpreis. Das heißt, man definiert am Anfang erstmal einen kompletten Umfang, das heißt, wir haben ein Pflichtenheft und dann wird von Auftragnehmerseite wird ein Lastenheft erstellt und das wird in, ich sag mal, kleine Aufgaben geschnitten. Sagen wir, wir hätten jetzt dieses große S4-Projekt und wir würden es in 5.000 Aufgaben oder 1.000 Aufgaben kleinschneiden und dann kann der Kunde bei uns, sagen wir mal, ein Team von, nehmen wir das, was jetzt hier anwesend ist, 3 Monate, meistens ein Quartal mieten. Und dann entscheidet der Endkunde, also das Helmholtz-Institut, okay, was wird von den Aufgaben jetzt erledigt? Und dann wird das quasi diese 3 Monate erledigt. Und wenn man danach zufrieden ist, dann gibt es nochmal 3 Monate und so weiter und so weiter. Das ist tatsächlich das, was es in der Praxis am meisten gibt. Also wenn wir von einem agilen Projekt sprechen, das heißt agil in dem Falle, der Auftraggeber entscheidet, welche Themen erledigt werden müssen und kann dann auch noch sagen, okay, wenn das Thema nicht erledigt wurde, dass man sagt, okay, wir nehmen das mit in die nächste Beauftragung rein oder es wird womöglich so abgenommen, wie es abgeliefert wurde. Das ist so diese Mischform, die in der Realität am meisten vorkommt. Dass es so ist wie in einer idealen Welt, was ich eben schon gesagt habe, dass wir unbegrenztes Budget haben für ein echtes, agiles Projekt mit den entsprechenden Prototypen und dem Ganzen drumherum. Ich habe es noch nicht erlebt, mag es irgendwo geben. Vielleicht gibt es das bei Google, wo Geld keine Rolle spielt oder bei anderen, aber bei uns im Unternehmen und in den ganzen Projekten, wo ich war, gab es das bisher noch nicht. Kommen wir jetzt nochmal zur Beauftragung zurück. Also das heißt, der Kunde erstellt dann entsprechend einen Kostenplan, Projektkalkulation, Finanzierungsplan und natürlich auch eine Risikoanalyse, was passiert, wenn jetzt irgendwie das Projekt schief geht, etc. So, und dann ist es, dann müssen die Rahmenbedingungen geschaffen werden, natürlich für das Projekt. Okay, wird bei dem Entwicklungsteam oder bei dem Gesamtteam, was das durchführt, werden da ausschließlich Externe beauftragt oder sind wir da mit internen zusammen? Das heißt, wir hätten ein Entwicklungsteam von 10 internen und 10 externen. Wer ist denn eigentlich genau in dem Unternehmen der Auftraggeber, die Geschäftsführung oder ein Fachbereich oder, oder?
weil es sind ja immer meistens nur Teile. Häufig kommt es in der Praxis vor, dass wir von der IT beauftragt werden. Das heißt, die IT schreibt ein Projekt aus intern und wenn dann keine Entwickler intern frei sind, dann geht das über den Einkauf an die üblichen Portale oder an den bestehenden Kundenstamm, also Gulp. Wenn ihr euch mal selbstständig machen wollt, da könnt ihr mal gucken, wenn ihr fähig seid und euch das zutraut, könnt ihr auch auf so kleinen Ausschreibungen einfach mitmachen. Sehr interessant, ist aber auch mit einem Risiko verbunden. Oder nehmen wir den Fall, man hat einen festen Kundenstamm, 10, 20 Firmen und Dienstleister, die einen bei solchen Themen unterstützen, dann wird dieses Thema an die Kunden, die wir im Kundenstamm haben, einfach rausgegeben und dann darf auch darauf geboten werden. So, dann müssen natürlich die ganzen formalen Aspekte einmal eingehalten werden, also von beiden Seiten. Wir hatten ja beim letzten Mal diese DIN-Norm mit den 535 Seiten bei einer öffentlichen Ausschreibung. Da müssten wir uns jetzt als Team auch dran halten, dass wir bei unserem Pflichtenheft, was wir bearbeiten, beziehungsweise das Lastenheft, was wir dann abliefern, müssen wir uns natürlich auch an das Ganze dann entsprechend halten. Das heißt, wir müssen alle Normen einhalten, wir müssen womöglich die Schriftgröße einhalten, damit wir akzeptiert werden. Und Seitenränder, das ist quasi wie so eine kleine Abschlussarbeit, muss man sich das vorstellen. Wenn ihr in die Verlegenheit kommt, eine Abschlussarbeit zu schreiben und ihr das mit LaTeX macht, dann werdet ihr womöglich auch dieses Thema bearbeiten müssen, dass man, dass das Universitätslogo in der richtigen Größe vorne drauf ist, dass der Name an der richtigen Stelle steht, etc. etc. Da kann ich euch vielleicht auch so noch den Tipp geben, wenn ihr schon, wenn das Äußere schon ansprechend ist, dann ist der, der das zu begutachten hat, auch womöglich grundlegend wohlwollender eingestellt, als wenn man einfach nur, ich sag mal, was Unansehnliches in die Hand bekommt, selbst wenn es qualitativ, inhaltlich höchstwertig ist. Genau. Die Entscheidungsgrundlage, die Projektorganisation, das muss natürlich auch alles aufgesetzt werden bei so einer Beauftragung. Wir haben natürlich auch ein Qualitätsmanagement, das dann die entsprechende Software und die Ergebnisse abnicken muss, damit man dann entsprechend auch bezahlt wird. Wir hatten das ja eben in diesem Beispiel, wenn man Rent a Team hat, dass dann nach 3 Monaten die Ergebnisse, die man beauftragt hat, auch entsprechend stimmen. Das Qualitätsmanagement kann natürlich auch extern beauftragt sein. Das heißt, dass eine externe Firma die andere externe Firma kontrolliert. Das ist sehr unangenehm, weil da ein Hauen und ein Stechen in der Praxis häufig vorkommt. Kommen wir kurz nochmal zu dem Lastenheft. Da will ich jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen, weil ich sehe, die Zeit rinnt uns so ein bisschen davon. Ich würde jetzt gleich dann nochmal ein Beispiel von einem Lastenheft aufzeigen. Einmal ein schlechtes und ein hoffentlich auch gutes. Es wird natürlich vom Auftraggeber erstellt. Da sind die ganzen Forderungen drin, technisch und inhaltliche Vorgaben. Sollte im besten Fall alles beschreiben, was durch das Requirements Engineering aufgetreten ist. Wir haben, wie gesagt, häufig die Konstellation, dass wir als Entwickler bei dem Lastenheft mitwirken müssen, weil einfach der Berater oder der Kunde im Zweifel nicht fähig ist, das so auszuprägen, dass die richtigen Sachen in dem Lastenheft drinstehen. Manchmal kriegt man ein Lastenheft mit irgendwie 2, 3 Sätzen und dann beginnt das große Rätselraten, was denn der Kunde damit gemeint haben könnte. Und deswegen soll und könnte Formulierung, das ist so dieser typische Fall, das ist definitiv nicht erlaubt. Wichtig ist dabei, die Ist-Situation beschreiben und die Soll-Situation. Das hat jetzt der, haben wir ja eben in dieser Architektur gesehen. Ich gehe davon aus, dass wir da auch noch irgendwo auf der Webseite die textuelle Beschreibung finden würden. Ich habe sie jetzt nicht rausgesucht, aber könnt ihr ja vielleicht im Nachgang mal gucken. Natürlich sind dann ganz wichtig so organisatorische Rand- und Rahmenbedingungen. Als ich das erste Mal im Projekt gekommen bin, war ich tatsächlich von der Fülle an Informationen, die man angeben muss, erstmal überfordert, weil da geht es darum,
im Dokumentenkopf? Müssen die unterschiedlichen Versionen des Dokuments gepflegt werden? Wer hat etwas gemacht? Wer sind die Ansprechpartner? Was gibt es für Normen einzuhalten? Etc. etc. Das ist, wenn ihr dann die Vorlage von uns bekommt, die ist wirklich sehr, sehr abgespeckt. Das ist auch eine interne Vorlage, um einfach etwaige Lizenzthemen aus dem Weg zu gehen. Sehr, sehr abgespeckt, aber man kann das beliebig verkomplizieren. Wir hatten von einem, auch aus der Automobilindustrie, aus dem Süden, eine Vorlage von einem Lastenheft, wo ohne dass ein Satz Inhalt drin stand, wir über 95 Seiten hatten. Das heißt, das war ein leeres Dokument. Da waren nur Überschrift und Unterüberschriften und Tabellen und Inhaltsverzeichnisse, was einfach leer war. Aber es hatte über 95 Seiten. Wie gesagt, ich darf es leider nicht zeigen. Ich wollte es ursprünglich zeigen, aber es sind zu viel kundenindividuelle Informationen drin. Ja, da das Ganze aufgezeichnet wird, das könnte mich in die Bredouille bringen. Kommen wir zum Pflichtenheft, was von eurer Seite erstellt wird. Da ist es natürlich höchst wichtig, dass wir das, was wir abliefern, genau auch spezifizieren, weil an dem werden wir dann gemessen, beziehungsweise wird unser Ergebnis gemessen, wenn das Pflichtenheft vom Kunde bestätigt wurde. Das heißt, okay, so soll das Produkt wirklich aussehen, dann müssen wir das entwickeln, was wir da auch reinschreiben. Das ist natürlich eine Gefahr, wenn wir womöglich aufgrund von gefährlichem Halbwissen die Prozesse nicht richtig kennen oder in anderer Form irgendwelche Untiefen in dem System haben, wo wir, wie ich das vorhin aus dem Beispiel hatte, eigentlich eine einfache Anforderung haben mit der Erweiterung um einfach zwei Felder und dann stellt sich heraus, okay, da muss ja noch eine Schnittstelle angepasst werden und das hat unendlich an Nacharbeiten zur Folge, was dann dazu führt, das Pflichtenheft wurde ursprünglich mal auf, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, 3 Tage geschätzt und wir brauchen dann 5 und wir können dann die restlichen 2 Tage nicht beim Kunde abrechnen. Das möchte keiner gerne. Vielleicht sollte ich auch noch dazu sagen, ich sehe das natürlich jetzt stark immer aus der Dienstleisterperspektive und die Dinge, die ich auch allgemein beschreibe, ist natürlich jetzt so ein bisschen anders, als wenn man jetzt in der Festanstellung zum Beispiel bei Wingas arbeitet. Da hat man zwar intern auch Budgets, aber das ist nicht so stark ausgeprägt oder in anderen Firmen. Ich als Dienstleister muss aber zusehen, dass jeder meiner Arbeitstage möglichst vom Kunde bezahlt wird, weil ich werde ja davon bezahlt. Das heißt, nicht nur ich, sondern auch die Firma. Das heißt, wir müssen da bei solchen Schätzungen doppelt und dreifach darauf achten, dass wir da nicht in irgendeine Bredouille geraten, wenn wir sagen, okay, wir schaffen das Thema in 20 Tagen und dann brauchen wir plötzlich 30. Das findet die Geschäftsleitung bei uns nicht so richtig gut, weil das natürlich, man könnte in der Zeit für einen anderen Kunde arbeiten und da entsprechend Geld verdienen. Genau, wie entsteht denn überhaupt so ein Pflichtenheft? Als erstes, wie ich das eben schon gesagt habe, haben wir das Lastenheft, was im besten Fall der Kunde komplett und vollständig zur Verfügung stellt, wo ich aber gesagt habe, eben schon in der Praxis muss man auf jeden Fall nacharbeiten und unterstützen. Dann beginnt eine 1:1 Übertragung in das Pflichtenheft, das heißt, was muss denn überhaupt da drin stehen? Im besten Fall kopiert man sich 1:1 die Texte und fängt dann an, mithilfe von Ausbau und Ergänzungen sukzessive an das Thema ranzugehen. Das heißt, man ergänzt noch zusätzliche Themen, die von eurer Seite wichtig werden, wodurch dann ein vorläufiges Pflichtenheft in Version 1 entsteht. Durch das kontinuierliche Dranarbeiten entsteht dann irgendwann eine finale Version, die dann an den Kunden übergeben wird, wodurch dann euer Arbeitsergebnis fix definiert wird. Wir haben jetzt in den unterschiedlichen Themen, also ich habe das ja an den Beispielen so ein bisschen auch schon versucht zu verdeutlichen, haben wir unterschiedliche Namen für irgendwie schon das Gleiche. Also es gibt eine Prozessdefinitionsdokument, es gibt eine Functional Specification etc. Das kommt jetzt nachher auch nochmal in den Buzzwords. Grundlegend ist es aber immer ein Lasten- und Pflichtenheft. Manchmal wird das auch in einem Dokument gepflegt, das heißt, wir haben einmal die funktionale Anforderung, die im
besten Fall der Kunde schreibt in einem Dokument und dann gibt es einen technischen Teil, wo dann das quasi Pflichtenheft vorhanden ist. Und manchmal hat man einfach nur drei Screenshots. Ich kann das mal gerade zeigen von einem Dokument, was wir zur Verfügung gestellt bekommen haben. Ich habe jetzt mal versucht, so wenig wie möglich da an Offenheit drin zu haben. Also wir haben hier ganz klassisch hier den, kann man es ein bisschen, dass man ein bisschen mehr sieht. Weiß jemand, wie man es auf zwei Seiten bekommt? So? Nein? Ein bisschen größer. Anzeige. Fullscreen geht bestimmt, oder? Ah, cool. Okay, also ich habe alles daraus hoffentlich entfernt, was auf irgendwelche Kunden schließen lässt. Wir haben das mal bekommen. Man sieht ganz viel, sagen wir mal, Standardtext. Und eigentlich geht es hier darum, dass wir hier einen Teil aus einem Lager abbilden, also einen Teilprozess. Da gibt es also ein Oberdokument, das ist das Process Definition Dokument. Und darüber ist das quasi abgeleitet und das soll jetzt einen Teilprozess darstellen. So, hier wird jetzt nochmal von RISEF gesprochen. RISEF ist ein Workflow Report Interface Enhancement und das andere habe ich vergessen, das muss man nachher nochmal in den Buzzwords gucken. Das da drin wird jetzt sowas beschrieben. Hier ist es wichtig, dass grundlegend nur das SAP-System definiert wird und wir sonst natürlich hier zusätzlich noch irgendwelche Informationen haben, was das genau ist. Aber hier, da steht schon to be done. Also wie sind denn zum Beispiel die Startbedingungen für diese App? Was will denn derjenige zum Beispiel machen? Und wenn man da ein to be done findet, ist das meistens nicht so richtig gut. Und ja, als einziges waren hier in dem Falle diese zwei beziehungsweise drei Bilder drin und das war es grundlegend. Da sieht man also, wie es nicht sein sollte. Hier geht es natürlich wieder, wir haben es ja schon mehrfach gehabt, um einen Standardprozess im Lager. Hier geht es darum, eine Lageraufgabe zu quittieren und man bekommt jetzt genau so ein solche drei Screenshots und man als Entwickler fängt dann an, einen Prototyp zu bauen, vielleicht eine Oberfläche zu bauen, vielleicht ist das sogar aus einem Build.me heraus. Ich habe das natürlich jetzt, also das ist sogar eine Spezifikation, die ich ursprünglich mal geschrieben habe. Ich habe die jetzt ein bisschen abgespeckt und habe die Informationen, die wir hinzugefügt haben, alle entfernt. Das ist jetzt tatsächlich in GIMP entstanden. Das heißt, wir hatten die Vorgabe, in GIMP einen Scribble quasi zu schreiben und danach sollte dann eine App entwickelt werden, aber wir haben nicht in irgendeiner Weise irgendeine textuelle Beschreibung bekommen. Also nicht so, wie es eigentlich in diesen Mischformen vorgesehen ist, dass man in irgendeiner Weise eine Logikbeschreibung hat oder dass man in irgendeiner Weise einen BPMN hat oder einen UML oder. Wenn man jetzt weiter runter geht, sieht man, dass hier einfach keine Informationen in irgendeiner Form stehen und wir haben 16 Seiten. Das heißt, wenn man die drei Bilder da noch rauslöscht, kommen wir vielleicht auf 15 Seiten und eigentlich steht nichts drin. So sollte es natürlich nicht sein. Und normalerweise sollte man, wenn man sowas bekommt, als Entwickler direkt sagen, okay, das Thema lehne ich ab, weil es ist nicht möglich, das umzusetzen, außer ihr habt im Vorfeld so viele Informationen, weil ihr 10 Jahre Berufserfahrung im Lageraufgabe-Quittieren Prozess habt, dass ihr es ohne weiteres umsetzen könnt. Das heißt, dass ihr die textuelle Beschreibung nicht braucht. Deswegen haben wir jetzt einfach nochmal ein Lastenheft, was wir mal intern erstellt haben, als Beispiel zur Verfügung gestellt, einfach damit ihr seht, okay, wie kann es denn besser sein? Oder sagen wir mal so, wie ist die Idealvorstellung? Wir haben hier die Ausgangssituation, die entsprechend
geschildert ist Ist- und Soll-Zustand. Also das heißt, wir haben hier intern zu Schulungszwecken ein Projekt durchgeführt, wo Entwickler, wenn sie Quereinsteiger sind oder wenn sie von der Uni kommen, einfach mal das an dem gesamten Prozess üben. Das heißt, wir haben da wirklich Kollegen ursprünglich mal losgeschickt, die unser Sekretariat interviewt haben, um einfach herauszubekommen, okay, was brauchen die denn? Es ging dabei um eine Objektvermietung, wie der Name jetzt hier überall auch das schon sagt. Die Objektvermietung beschreibt in dem Falle, wenn jetzt zum Beispiel sich ein Kollege einen Beamer im Sekretariat ausleiht oder einen unserer Poolwagen, wie wird das dokumentiert? Ursprünglich gab es da einfach mal eine Excel zu, wo das einfach festgehalten wird. Und wir haben uns überlegt, hey, wir wollen das zu Schulungszwecken in einem SAP abbilden. Das heißt, inklusive Oberfläche, inklusive gegebenenfalls irgendwelcher Zustände von den Objekten. Also es kann zum Beispiel sein, dass ein Objekt kaputt ist, bei einem Beamer die Lampe kaputt, oder es ist ein Wartungsintervall bei einem Auto fällig, das Auto muss zur Inspektion etc. Das heißt, wir haben uns einen Fragenkatalog überlegt, was brauchen wir, wie ich es eben in der Vorlesung schon beschrieben habe, und daraus ist dann dieses Lastenheft entstanden. Das heißt, wir haben hier die Ist-Situation beschrieben, dann haben wir die Soll-Situation beschrieben, so wie ich es grob angerissen habe, dann haben wir die Geschäftsfälle definiert, das heißt, was soll in der Software an Prozess abgebildet werden. Da haben wir diese 6 Geschäftsfälle, das heißt, es soll die Möglichkeit geben, wie gesagt, diese Objekte anzulegen, man muss den Status anzeigen können, man muss gegebenenfalls anzeigen können, okay, wie lange ist ein Objekt vermietet, kann derjenige vielleicht in der Zukunft das Objekt für sich bekommen, das heißt, wie lange ist der Beamer noch bei dem Kollegen, wie lange ist das Auto noch bei dem Kollegen, wo ist es vielleicht auch zu dem aktuellen Zeitpunkt. Das kann ja sein, dass der Beamer in München in einem Projekt ist oder aber er kann hier in Kassel in einem Projekt sein, wo man einfach dann, wenn man ihn dringend braucht, hinfahren kann und ihn abholen. Das sind alles so Sachen, die haben wir uns im Vorfeld überlegt, haben auch mit unserem mit den beteiligten Personen, Sekretariat, Buchhaltung, IT etc. gesprochen, um einfach auch für uns zu definieren, okay, was müssen wir alles da reinschreiben. Grundlegend müsst ihr das auch können, einfach um bei dem Kunde im Einsatz zu sehen, okay, was ist ein gutes Lastenheft oder wo sind Informationen, wo braucht ihr noch Informationen, um überhaupt ein Pflichtenheft daraus abzuleiten. Wir haben jetzt hier nochmal die Detailanforderungen, ich habe eben von Erwartung gesprochen. Wir haben hier noch weitere wir haben noch weitere Informationen, das heißt, wir haben noch die Benutzerfreundlichkeit haben wir noch definiert, die Zuverlässigkeit etc. Wir haben noch eine Systemarchitektur definiert, das heißt, wir wollten das Frontend unabhängig haben, das heißt, es gibt eine Datenbank, ein Framework, wir haben zwei mögliche Ausprägungen definiert, wobei man jetzt sagen muss, dadurch, dass das schon ein bisschen älter ist, also steht ja von 2013 dran, ist das nicht mehr ganz State of the Art. Wir werden euch für die Übung dieses Themas auch entsprechend eine Vorlage aus dem zur Verfügung stellen, weil wir gesagt haben, okay, wir muten euch nicht eine Spezifikation zu, wie ich sie euch eben schon gezeigt habe, weil das tatsächlich wenig bis gar keinen Sinn macht. Weil es geht ja nur darum, ein Gefühl dafür zu entwickeln und das erste Mal durchzuführen, um einfach zu sehen, okay, so funktioniert das. Wir haben dazu auch intern von 2 Entwicklern ein Pflichtenheft erstellen lassen. Also ihr seht hier, das sind 9 Seiten. Und die 2 Kollegen haben sich richtig ausgetobt. Die haben 38 Seiten daraus gemacht. Das heißt, die haben in dem Falle jeden Geschäftsfall abgebildet, ein Datenmodell erstellt, haben mit Enterprise Architect Sachen definiert, beziehungsweise ich glaube, es war noch nicht Enterprise Architect, sondern es war YAD als Editor. Wir haben da jeglichen Geschäftsfall und die Komponenten, die es zu implementieren gilt, drin. Das heißt, wenn ihr jetzt dieses Pflichtenheft hättet und die entsprechenden SAP-Programmierkenntnisse, könnte ich euch das in die Hand drücken und ihr bräuchtet es nur noch runterprogrammieren.
Das ist sozusagen das Ziel eines jeden Pflichtenheftes, dass genau das der Fall ist. Problem ist, dass in den meisten Fällen die Pflichtenhefte immer noch unglaubliche Lücken enthalten und nicht eine echte Architektur. Also das heißt, der Kunde oder der Projektleiter denkt nur, dass es eine echte funktionale Beschreibung ist, hat aber nicht verstanden, dass eigentlich Datenmodelle da drin definiert werden müssen, Klassendiagramme etc., weil das ist einfach grundlegend sonst das Ergebnis abweicht von dem, was man eigentlich bestellt hat oder womöglich auch die Funktionen nicht zur Verfügung gestellt werden. Wie ich das eben gesagt habe, hier wurde jede einzelne Klasse definiert, inklusive der Klassenattribute, inklusive der Methoden. Eigentlich muss das für jedes Pflichtenheft so ausgeprägt werden, weswegen dann na klar die 38 Seiten entstehen, weil man jegliches Objekt, was verwendet wird, entsprechend ausprägen muss. Ich stelle jetzt nicht jedes Detail vor, wir haben irgendwo hier auch nochmal einen ER-Diagramm wurde auch angefertigt. Das heißt, all das, was im Grundstudium euch gelehrt wird, wird in so einem Pflichtenheft zusammengeführt. Das heißt, Datenbank, die klassischen Software-Architektur-Themen, die Frontend-Themen und dann natürlich womöglich sogar noch Scribbles und Prototypen, die wir auch schon jetzt hier in der Vorlesung hatten. Was haben wir noch? Hier ist sogar noch die Geschäftsfälle wurden hier abgebildet. Das ist jetzt in UML abgebildet, beziehungsweise ich glaube, es ist in UML abgebildet. Ich weiß noch nicht, ob alles eingehalten wurde. Das wäre natürlich wünschenswert, auch noch in BPMN abzubilden, damit es halt noch eindeutiger ist. Ich scrolle jetzt einfach mal nur hier drüber. Können wir auch zur Verfügung stellen, wenn Interesse besteht. Ist wie gesagt kein echter Standardprozess, weil eigentlich geht es ja hier in der Vorlesung um Standardprozesse, aber wie ich das eben schon gesagt habe, wir hatten so ein bisschen das Lizenzthema, beziehungsweise auch einfach, dass wir keine Kundeninformationen frei zur Verfügung stellen dürfen, weil wir da natürlich gebunden sind. Ja. Kommen wir zurück zur Vorlesung. Stellen wir nochmal diese beiden Sachen gegenüber. Also Pflichten- und Lastenheft, beziehungsweise Lasten- und Pflichtenheft. Kann sich grob als Gedankenbrücke bauen, dass das Pflichtenheft immer die Antwort auf das Lastenheft ist. Ja, wichtig ist dabei auch, dass das bindend ist, also lösungsgebunden. Und ihr werdet darauf, sagen wir mal, daran bemessen, was euer Endprodukt dann darstellt. Es kommt vom Projektteam, beziehungsweise von euch ist ein Projektdokument. Es wird direkt am Projektstart erstellt und manchmal ist es lebend, sobald es aber von dem Kunde abgenommen wird, ist es meistens nicht mehr lebend, außer man hat, wie gesagt, diese Möglichkeit des unbegrenzten Budgets. Meistens ist das jedoch nicht so. Das heißt, an dem Pflichtenheft hängen meistens auch bestimmte Volumen, Personentage, Stunden und man darf die zumeist nicht überschreiten, außer es kommt eine neue Anforderung hinzu, die dann im Lastenheft womöglich nicht eindeutig definiert wurde und der Kunde lässt zu, dass das Pflichtenheft erweitert wird, was dann meistens ein Change Request ist, also das heißt eine Anfrage auf eine Änderung, wodurch man nochmal Personentage oder Stunden X on top bekommt. Das heißt, es ist eingeschränkt lebend. Kommen wir nochmal zum letzten Punkt. Ich habe jetzt so ein paar schon erklärt. Die Buzzwords, die wir da haben, das vielleicht nur nochmal so als Hintergrund jetzt zum Schluss. FSDs, Functional Specification Documents, dann haben wir meistens den Functional User Test, also der FUT, der in jedem Projekt durchkommt. Dazu gehört auf der anderen Seite der TUT, also der Technical User Test, der als allererstes von euch durchgeführt wird. Diese zwei Sachen gehören eigentlich auch zu dem normalen Projektverlauf. Wir haben den
IPM, den In-Production Mode, also das, was noch nicht fertig ist. Wir haben die Prozess-Definition-Dokumente. Wir haben manchmal am Anfang von Projekten das Proof of Concept. Gerade läuft hier bei einem Kunden in Baunatal ein Thema, wo wir auch ein Proof of Concept machen. Da haben wir auch einen Prototypen gebaut und den müssen wir jetzt auf deren System quasi zum Laufen bringen. Das heißt, es sind noch ein paar technische Hürden zu analysieren und zu überwinden, um dann dem Kunde zu zeigen, wie toll unser Prototyp doch funktioniert. Dann haben wir hier das RISEF, Reports, Interfaces, Conversions, das hat mir vorhin gefehlt, Enhancement und Forms, wobei Forms Dokumente sind, also das heißt, wenn man ein Label druckt oder wenn man eine Rechnung druckt, das fällt alles unter Forms und wir hatten Anfang WRICF, das erste sind Workflows. Workflows sind quasi mögliche Prozesse, die individuell im SAP durch Entwickler gestaltet werden können. Also man muss sich das so vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel ein Auftrag erteilt wird in einem System, ich bin der Sachbearbeiter und ich erteile der Firma XY den Auftrag, bitte produziert mir 25 Materialien, dann wird der Auftrag erstmal gesperrt und meinem Vorgesetzten oder dem Genehmiger in seine E-Mail-Postfach reingepackt und erst wenn der entsprechend diesen Auftrag genehmigt, kann er auch wirklich angestoßen werden. Dafür sind quasi Workflows da, die können modelliert werden. Gibt es extra Workflow-Technik im SAP? Ja, hier unten ist es ja auch nochmal drin. Ich habe RISEF und RISEF drin. Ja, vielleicht nochmal als kleines Thema am Schluss. Wir werden eine vollständige Liste auch nochmal bei uns auf die Webseite stellen, im Blog von unseren Buzzwords, die wir gesammelt haben, einfach damit ihr auch so ein bisschen, wenn ihr mal in die Verlegenheit kommt, dass ein Manager euch versucht, aufs Glatteis zu führen, damit ihr dem entsprechend Paroli bieten könnt. Weil in meinem ersten Projekt, wo ich mit FUT und TUT konfrontiert war, wusste ich im Vorfeld nicht, was das ist und das war definitiv unangenehm, als ich mich da rausreden musste und so tun musste, als ob ich es verstanden habe und man konnte es mir wahrscheinlich 5 Meter gegen den Wind ansehen, dass ich da keine Ahnung von habe und das möchte ich definitiv bei euch vermeiden, weil das einfach eine unangenehme Situation ist. Gut, kommen wir zur nächsten Aufgabe. Die Aufgabe wird ein Lastenheft sein. Wir haben ja im Vorfeld einen Wareneingang schon als Text gehabt. Wir hatten einen Prototypen, wir haben die BPMN-Diagramme etc. All das haben wir im Vorfeld erarbeitet. Wir haben jetzt die Musterlösung komplett zur Verfügung gestellt und ihr bekommt jetzt von uns die Vorlage Lastenheft und da rein sollt ihr die ganzen erarbeiteten Themen einfügen, inklusive Texte, inklusive der ganzen anderen Objekte, die schon von uns zur Verfügung gestellt werden, sodass wir ein aus Kundensicht komplettes Lastenheft haben. Das heißt, ich habe es jetzt hier links nochmal angeschrieben, die Kundenanforderung, die vom Kunde kommt, ihr schlüpft also in die Rolle des Kunden. Ist so ein bisschen auch ein Wünscht dir was für euch, relativ könnt ihr euch austoben. Das heißt, ihr müsst dann das nicht umsetzen, was ihr da reinschreibt. Also grundlegend kann der Wareneingang auch Kaffee kochen dürfen. Wenn ihr das als Anforderung habt, natürlich muss der grundlegende Prozess, das heißt, wir haben ihn ja definiert über BPMN und wir haben ihn definiert über den Text und wir haben die Prototypen, also das Frontend schon definiert, aber bei den Kriterien für Sicherheit und was er alles können darf, muss, Qualitätsanforderungen, da dürft ihr sehr kreativ sein. Aber es soll natürlich immer noch sinnig sein. Da baue ich tatsächlich komplett auf das, was ihr euch, in dem Falle der Kunde, euch wünscht und was auch von eurer Seite als sinnvoll erachtet ist. Und da in diesem Bereich wird es meines Erachtens nach jetzt keine Negativpunkte geben, wenn ihr da irgendwie was vielleicht
sagen wir mal, sehr Utopisches reinschreibt, weil es gilt ja grundlegend dann auch, dass wenn wir denn ein Pflichtenheft erstellen, gegebenenfalls solche Themen auch wegzudiskutieren, beziehungsweise zu sagen, okay, der Kunde wünscht sich das vielleicht, aber wir werden das nicht umsetzen, weil aus Grund XY. Aber da gehen wir dann im Nachgang drauf ein. Das heißt also, eure Aufgabe, ich fasse es nochmal zusammen, Erstellung eines Lastenheftes anhand unserer Vorlage Lastenheft.doc mithilfe der beiden Prototyp-BPMNs, mithilfe unseres Prototypen-Layout-Musters und des Textes Wareneingang.pdf-Text. Wir haben jetzt diese zwei Prototypen, BPMNs, haben wir auch nochmal bei uns aus dem Camunda exportiert und haben da die ZIP in dem ZIP alles zur Verfügung gestellt, so dass ihr gegebenenfalls den auch nochmal importieren könnt, erweitern könnt, wenn ihr denkt, okay, es muss erweitert werden, weil ihr seid ja der Kunde und ihr könnt da hinten dran noch ein Schleifchen machen, wenn ihr das denn wollt. Ja, so viel dazu. Grundlegend bin ich jetzt mit meinen Themen durch. Wir könnten jetzt noch, falls ihr Fragen habt, Fragen durchgehen. Hier sind nochmal die Nachweise, den von BUND, die Adresse. Kannst du die nochmal einfügen in die Vorlesung? Geht das jetzt auch live? Sieht man das dann? Ja? Das ist, glaube ich, nur bund.de. Bei Fragen würden wir jetzt zur Verfügung stehen. Bitte. Nein, da braucht nicht drauf eingegangen werden. Also, wir haben jetzt in den Prototypen, ich habe quasi das, was ich in der letzten Vorlesung vorgeführt habe, da habe ich Screenshots von gemacht und das stellen wir nochmal zur Verfügung, so dass ihr das in das Lastenheft mit einbauen könnt, weil ihr seid ja der Kunde, ihr wünscht euch das so, ne, dass das dann so aussieht. Weitere Fragen vielleicht? Ansonsten können wir quasi zur Übung kommen und die Themen von letzter Woche vielleicht noch besprechen.